Herzlich willkommen zurück bei Lego Fluch der Karibik und wir stürzen uns gleich in den dritten Teil. Ans Ende der Welt geht's. Und wir sind, glaube ich, hier mit dem chinesischen Piraten unterwegs. Und ich glaube, der Film hat gleich in China begonnen. Oh nee, doch nicht. Oh nee, das war das, wo die alle gesungen haben. Siehst du mal, ich hab's wieder nicht geschafft, den Film zu gucken. Aber ich habe ihn oft genug gesehen. Ich habe bestimmt 3 oder 4 Mal gesehen schon. Das war der Teil, wo sie das Singen anfangen. Sogar der Papagei. Freut euch nicht zu früh, Leute. Das arme Schwein. Der hat kein Schwein gehabt heute. Oh, da ist er wieder, der Kleine. Ich hätte mir echt die Filme nochmal anschauen müssen. Hätte ich euch Lust drauf gehabt, aber leider keine Zeit. Oh, guck mal. Da ist Davy Jones und sein Herz. Oh nein, und er wird zum Instrument der Royal Navy. Der asiatische Pirat, ich weiß nicht, wie er heißt. Ich kenne aber den Schauspieler, das ist Chow Yun-Fat. Der hat auch in Tiger and Dragon mitgespielt und in diesen ganzen ziemlich coolen Martial Arts Filmen da. Also diese richtig stilvollen Martial Arts Filme, Hero und. Warte mal, Tiger and Dragon, Hero und House of Flying Daggers. Genau. Sehr verwirrend, sehr geil gemacht. Mal was anderes. Ziemlich epische Schwertkampf-Action. Und da spielt Chow Yun-Fat in ein paar Teilen auch mit. Och, der Arme. So, und wir sind hier angekommen am Ende der Welt. Und zwar in Shanghai, Singapur. Ich weiß es gerade nicht. Mal gucken, wir werden es rausfinden. Und wir spielen gerade die liebe Elizabeth Swan, die Gouverneurstochter, die sich als Mann verkleidet hat. In dem Film damals sieht man, glaube ich, auch eher ihre kämpferische Seite, was auch recht gut war. Was ich persönlich auch ziemlich gut fand, weil oft werden Frauen ja in Videospielen genauso wie in Filmen darauf reduziert, dass sie eben die armen kleinen Mädchen sind, die man retten muss, wie Mario zum Beispiel. Und in der heutigen Zeit ist es einfach nicht mehr so, da sind auch die Videospiel- und Filmfrauen emanzipiert und können auch mal richtige Badasses sein. Okay, das kann nur Jackie Boy. Bei uns ist Captain Barbossa. Captain Barbossa. 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 Und wir gucken mal, wie es hier weitergeht. Entschuldigung, ein kleines Hüsterchen am Rande, aber das muss erlaubt sein. Ich bin immer noch etwas erkältet. Hier geht's nicht weiter. Okay. Okay, den Fisch will hier der liebe Kerl haben. Der betreibt hier einen Fischladen. Warum genau braucht er denn noch diesen Fisch? Okay, hier können wir hoch. Ja, yeah, über den Dächern von Shanghai oder Singapur. Ich hab's immer noch, ich weiß es immer noch nicht. Nein! Oh Gott! 2 Jungen runter, ey. Ah ja, geht schon wieder gut los, ne? Euer Olli macht das schon. Keine 5 Minuten im Spiel und schon hart am Failen. Ah, so. Ja, der Husten ist bis jetzt nicht besser geworden. Aber ich versuche euch größtenteils davon zu verschonen. Ich müsste mir mal so einen Button. Also auf der Tastatur habe ich so einen Button, wo ich mein Mikro ausmachen kann. Allerdings spiele ich das hier mit dem Gamepad. Weil auf der Tastatur ist dieses Spiel einfach nur der Hass. Ich kann es euch sagen, probiert es mal aus. Falls ihr ein Lego-Spiel irgendwo habt, versucht es mal mit Tastatur zu spielen. Das ist der absolute Hass. Achso, ich muss hier stecken bleiben. Okay, kann Barboss. Ja, Gott, dann mach du. Jetzt. Er muss doch hier drin stecken bleiben. Wieso lässt er denn dann wieder los?
Ach nee, okay, da macht das dann automatisch. Okay, Schwingerchen. Ins Wasser. Na, super. Ich sehe es schon wieder kommen. Wir scheitern hier total. Was heißt wir? Schiebe ich es auch noch auf euch, die armen Zuschauer. Ich scheitere hier total, Mann. Na gut, Doppelsprung. Oh Gott, das war äußerst knapp. Game Level Asian, Game Type Asian. Nee, nur das Setting ist Asian. Der Game Type ist immer noch der komische Olli, der hier hart am Fällen ist bei einem Kinderspiel. Und ihr guckt mir auch noch zu. So. Ist es nicht diese Szene, wo der chinesische Pirat immer sagt, mehr Dampf? Fand ich super. Mehr Dampf. Man braucht immer mehr Dampf. Hallo, wir haben mal geklopft. Wir wollten gucken, ob ihr noch da seid. Ach so, die Party ist erst später. Na dann, tut's uns extrem leid. Okay. Auch schön designt hier. Geht nicht ganz so furios los wie der zweite Teil. Aber vielleicht wird's ja noch. Nachdem wir den zweiten Teil abgeschlossen haben, muss ich echt sagen, jetzt gefällt mir das Spiel schon ein Ticken besser als vorher. Muss ich jetzt hier mit dem Bötchen fahren? Okay, hier komme ich nicht drüber. Müssen wir tatsächlich mit dem Bötchen fahren. Row, row, row your boat. Gently down the stream. Nicht ins Wasser fallen. Oh Gott. Was doch wohl hier aus dem blöden... Es ist. Ja, Gott sei Dank. Umkehren ist nicht. Rückwärts rudern kann sie nicht. Denn wir schauen nicht zurück, wir schauen nur nach vorn. Feuerwerk! Gandalf, Feuerwerk! Okay. Ah ja. Da tut sich nichts. Ah doch, jetzt. Okay. Ich muss hier wahrscheinlich abwechselnd an dem Rädchen drehen. Okay. Da tat sich gerade nichts mehr. Während ich hier Sachen zerstört, denke ich intensiv darüber nach, wie rum ich hier drehen muss. Damit wir nicht wieder eine Viertelstunde hier verbringen und mir zugucken, wie ich am Rädchen drehe. Okay, das kann sie auch nicht. Schön. Das ist exakt die falsche Richtung. Aber sie kann nur in die drehen, hä? Wenn ich hier drehe, passiert wirklich nichts mehr? Was? Okay, probieren wir es mal so. Ah, okay. Ist das nervig. Mhm. Und jetzt? Ah, ich kann auch in die Richtung drehen. Hätte mir das vielleicht mal vorher einer sagen können, danke. Ist eigentlich logisch, weil die Teile nämlich grün und blau sind, genauso wie die Teile auf diesem Rad. Aber ich habe es mal wieder zu spät gepeilt. Ist das nicht toll? So. Nochmal auf. Und gleich haben wir es geschafft. Die Kugel muss hier unten rausfallen. Dann in Richtung grün. Es war ein Ticken zu weit. Jetzt. Wenn sie jetzt nicht runterfällt, fresse ich sie auf. Sie ist runtergefallen. Und jetzt, und jetzt, und jetzt. Und hier feiert er seine Party. Das wird eine relativ langweilige Party, wenn jeder betrunkene Pirat hier zuallererst dieses blöde Rätsel lösen muss. Und habt ihr da Angestellte, die das wieder zurückstellen? Man weiß es nicht. Ah ja, da sitzen diese lustigen Sumo-Ringer mit den Muscheln am Rücken. Haben die auch hier Muscheln am Rücken? Tatsächlich. Ne, sie haben nur Tattoos. Oh, die können wir hier köcheln, oder was? Hihihihi. Ah, was?
Kein Dampf mehr. Wasser kalt. Wasser auch kalt. Ah, der Dampf treibt uns nach oben. Dann ziehen wir doch mal hier dran. Okay, da passierte nicht viel. Ah, doch. Jetzt empfängt er uns, der Jute. Hallo, 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 hallo. Oh, die haben sich lieb. Ist das nicht schön? Da ist der Rest der Crew. Mit der dollen Garde. Und sie brauchen sein Schiff. Um ans Ende der Welt zu segeln. Da, wo Captain Jack Sparrow sich zurückgezogen hat, nachdem der Kraken ihn verspeist hat. Heiß, heiß! Okay, hier, du fährst. Jetzt können wir ihn spielen. Ich weiß nicht, wie er heißt. Sau Feng. Aha, aha. Okay, du willst dein Pistölchen, das sollst du haben. Komm hier. Ich bewaffne die Zivilbevölkerung mit Schwarzpulverwaffen. Jetzt können wir ihn auch spielen. Schön. Wer auch immer er ist. Oh, und du willst hier deine Karotte? Hat die Mama dir deine Karotte weggenommen? Du bist doch ein Sumo-Ringer, du darfst gar keine Karotten essen. Ich dachte, die Typen stopfen sich die ganze Zeit mit irgendwelchem Fleisch voll. Okay, hier liegt sie nicht, die Karotte. Hier oben. Ach so, deswegen mussten wir ihm seine Pistole geben. Ich sehe, dieses ganze Spiel hat einen Sinn. Bisher blieb er mir verborgen, aber jetzt offenbart er sich mir. Okay, hier, Möhrchen. Hallo Möhrchen? Hallo Möhrchen? Hallo Möhrchen? Wo genau steckt er sich diese Möhre jetzt hin, wenn er nur so einen Stringtanker trägt? Ich möchte es gar nicht wissen. Aber er ist verdammt stark. Und die Calypso heißt sie, oder? Nee, Tia Dalma. Ich dachte, das wäre Calypso. Vielleicht wird sie ja noch irgendwann zu Calypso. Wer weiß. So viel habe ich übrigens aus dem Film dann doch noch mitgenommen. Nennen wir sie einfach die Voodoo-Tante. Damit haben wir schon angefangen. Okay, noch jemand Schläge hier? Alle rennen wie wild durcheinander. Okay, keiner will mehr Schläge. Sehr schön. Na doch, hier. Kommt er! Hey Jungs, schämt ihr euch nicht, von der Frau verprügelt zu werden? Aber ganz ehrlich, wer sich mit Frauen anlegt, der hat nichts anderes verdient. Zumindest wer sich körperlich mit Frauen anlegt. Der hat auch nichts anderes verdient, als dass er verprügelt wird. So, Herzchen eingesammelt. Ah, da kommen immer noch mehr. Muss irgendwo ein Nest sein. Oder kommen die hier jetzt bis ans Ende aller Tage? Ja, nicht Barbossa, der ist eigentlich gut. Das ist zwar der Böse aus dem ersten Teil, aber er ist doch irgendwie gut. Ja, Disney, auch du kannst komplexe Charaktere erdenken. Wenn man bedenkt, dass dieses Spiel oder das ganze Franchise auf einer Attraktion im Disneyland basiert, nämlich die Pirates of the Caribbean Wasserfahrtbahn, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall, sitzt man da in so einem Bötchen und fährt an diesen tollen Piraten vorbei. Und das war die Inspiration für diese Filme. Nochmal Hüsterchen. Tut mir schrecklich leid. Ah, da, hier brauchen wir wieder den Strongman mit seiner Karotte. Schieb dir doch eine Möhre rein, Alter! Über 7 Brücken musst du deine Möhren tragen. Ah ja, hier ist was eingefroren. Wer hat die Pistole? Du hast die Pistole. Ich dachte, es wären Piraten. Piraten haben doch immer Pistolen dabei. Immer, immer. Ja. Du schießt, als hättest du 8 rumgetrunken. Und ich ziele, als hätte ich 12 getrunken. Genau. Und jetzt kann er den hier nicht anvisieren, oder was? Jetzt schießt er bestimmt wieder daneben, weil ich wieder im falschen Winkel stehe. Nee, doch nicht. Ha, ha, ha.
Okay, was ist jetzt hiermit? Wie er seine Karotte schwingt, als wäre es ein Schwert. Süß. Wie denkt er, hätte ein Schwert. Spürt die Macht meiner Möhre. Klingt so dermaßen falsch. Ach, das kann er rumtragen. Dafür lässt er sogar das Möhrchen fallen. Lalala. Oh, der angestrengte Gesichtsausdruck von dem Kerl. Geil. Ja, man hätte es auch nicht drüben zerstören können. Man musste erst auf die andere Seite schleppen, um dann auf der Seite das zu zerstören, um dann was Neues zu bauen. Was Räder hat, was man... Lego, ey. Ich liebe deine Logik. Was auch immer das ist. Eine Spieluhr. Wenn ihr euch fragt, warum die Musik ein bisschen leiser ist. Ich habe mir auch überlegt, sie ganz auszumachen. Weil... Die Musik ist natürlich urheberrechtlich geschützt und ich bin ja noch kein YouTube-Partner oder werde bestimmt auch kein YouTube-Partner werden, weil ich damit eigentlich, weiß nicht, wahrscheinlich eh kein Geld verdienen werde und auch nicht will eigentlich. Und da wird mir angekreidet, dass ich urheberrechtlich geschützte Musik verwende und dann wäre das Lied in Deutschland gesperrt. YouTube hat eine Funktion implementiert. Okay, Raketchen. Raketchen! Kein Feuer? Kein Feuer? Hier Feuer. YouTube hat eine Funktion implementiert, mit der man die Sachen, die eben der YouTube-Bot da findet, an urheberrechtlich geschützter Musik, ausblenden kann. Beziehungsweise das ist halt eine Software oder ein Tool, was halt die Musik daraus rausschneidet. Bin ich gerade bei Folge 12, glaube ich, dabei, das zu machen, weil die hätten sie mir gesperrt für Deutschland. Und das ist ja Quatsch. Ich habe ja nur deutschsprachiges Publikum. Deswegen wäre das irgendwie blöd, wenn das für euch gesperrt bleiben würde. Auch toll, dass es erst bei Folge 12 merken, weil hier eigentlich schon die ganze Zeit der Soundtrack läuft. Aber gut. Ich hätte auch, wahrscheinlich war es eine Stelle, wo ich nicht so viel gelabert habe oder so, wo man dann die Musik deutlicher gehört hat. Und da ist der Bot eben angesprungen drauf. Mal gucken, wie das ist. Falls das nicht, das macht YouTube gerade, während ich das hier aufnehme. Falls es nicht cool ist, werde ich die Musik wahrscheinlich ausstellen. Eben um keine bösen Überraschungen mehr zu erleben. Weil ich habe ja wenigstens den Anspruch, dass ich jeden Tag eine Folge raushau. Und den möchte ich eigentlich auch behalten. Und dann ist es immer doof. Es gibt zwar immer mal wieder Sachen, wo dann keine Folge kommt. Aber das ist dann wirklich, da habe ich dann wirklich zu viel zu tun. Wahre Pirat. Okay, 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 okay. Wo ist der Kerl mit der Kanone? Hier bist du. Genau. Und das werde ich jetzt mal probieren. Falls das nicht funktioniert, dann gibt es halt keine Musik mehr. Gibt es halt nur noch mein Gelaber. Aber ich hoffe, dass es nicht so weit kommen muss. Ich glaube, das macht der Bot, das Tool bei YouTube ganz gut. So, und wir haben jetzt endlich dieses coole Schiff da gekapert. Laden noch schnell den Elefanten ein. Den brauchen wir unbedingt. Und verabschieden uns. Wie sie in ihrem Badezuber nachrudern. Singapur war es, nicht Shanghai. Ich dachte nur, weil Shanghai eine beliebte Piratenpraktik ist. Captain Barbossa freigeschaltet. Zhao Feng. Gespielt von Lego Choi und Fat. Und Tia Dalma. Tätowierter Pirat. Das ist der mit der Möhre. Und Tai Huang. Den muss man kennen. Hey, wir sind wahre Piraten. Yay. Ein paar Steinchen haben wir auch gesammelt. Wie immer irgendwie wahrscheinlich einen Fisch gefunden. Und eine Kanone gefunden. Und eine Möhre. Und eine große Kiste, eine Rakete. Und was die anderen Sachen waren, keine Ahnung. Und auch goldene Steine. Wir kriegen zwei, weil wahre Piraten. Yeah. Und bevor wir die Geschichte fortsetzen, ein kleiner Folgenstopp und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.